Arbeiter sucht leider nach Arbeit. Kamerad von Sandweit wird es angekommen und sucht nach Arbeit. Beinahe wurde auf der Straße von Räubern überfallen. Kamerad von Sandweit wird. Boah, ist der teuer. Nee. Mm-mm. Für das, was er bringt, finde ich ihn nicht gerade so toll. Und bei Weitwind sollten wir eh mal vorsichtig sein. Gucken wir mal nach Fallen hier. Jawohl. Sofort eine Falle entdeckt. Finished. Noch eine Aufseherscheibe. So, das heißt, es gibt nur noch den Weg hier. Dann haben wir alles abgedeckt. Gut. Ich frage mich ja auch, wie viele Teile wir für die Klinge der endlosen Pfade noch brauchen. Ich habe einen Teil einer zersplitterten Klinge gefunden. Da brauchen wir wahrscheinlich noch einen Teil von einer Klinge. Ich habe den Schaft. Mal sehen, was wir sonst noch davon brauchen. Auf jeden Fall haben wir hier wieder mal Untote. Und noch ein Abenteuer. Ne? Ja, flankierte Darkness sind immer toll. Und ich da noch weg. So, das ist das geschafft. Oh, noch ein Gegner. Hm. Noch mehr. Wow. Okay. Ich hab nichts gesagt. Hier ist nochmal voll die Nutzi am Gang. Komm, die Skelettmagier. Die können wir so ein bisschen wegballern. So, doch die Bogenschützen und dann war's das. Ach herrje. Sure. Blutige Seite als Expeditionstagebuch. Dieses Stück Pergament ist kaum lesbar, da es fest in einer blutigen Faust gehalten wurde. Im lesbaren Bereich steht Folgendes geschrieben. Die beiden verbleibt im Siegel zu finden, solange wir danach hier verschwinden, wie es Merrick versprochen hat. Wir werden uns die Bücher und das letzte Siegel von der vierten Ebene schnappen und dann des Weges hier herausrennen. Dann werden wir uns einen neuen Trupp nachsuchen, die es mit den endlosen Pfaden aufnehmen wollen. Wir werden ihnen die Schlüssel zu den tiefer gelegenen Kammern verkaufen und ihnen all den Ruhm überlassen. In der Zwischenzeit werden wir uns zurückziehen und ein langes und ruhiges Leben leben. Hoffentlich irgendwo, wo es warm ist. Irgendwo weit weg von hier. Das ist wohl zu spät. Hm? Hallo, ist da jemand? Oh, bei den Göttern, ich kann nichts sehen. Ich bin hier. Ich kann mich selbst nicht hören. Wie soll ich ihm etwas mitteilen? Bitte, da gibt es nichts. Bitte, ich werde... Bitte werde ich jemals hier wegkommen. Du hörst ein verschlucktes Schluchzen. Zurück. Geht nicht weiter. Die Götter können uns nicht erreichen. Ich habe es ihm gesagt. Bitte lasst mich raus. Habe ich zu ihm gesagt. Lasst mich raus. Lasst mich raus. Und weg ist er. Der Weg nach vorne wird von zwei großen schweren Türen versperrt. Im Bogen über den Türen befinden sich drei kleine runde Bulden, die von verblichenen Symbolen umgeben sind. Jeder der beiden Bulden befand sich früher der Objekt, jetzt sind aber alle drei leer. Ein Auge, ein Hammer, ein Schwert kann man hier erkennen. Das finde ich ein nettes Detail. Den linken Sockel untersuchen. Im Mittelpunkt der linken Bulde befindet sich ein stilisiertes Abbild eines Auges. Die Tür untersuchen, weggehen, okay.
Welch wunderbare Handwerkskunst. Ich glaube, dass es hier seit geraumer Zeit von jemandem geöffnet wurde. So, jetzt müssen wir uns erstmal die drei Scheiben ansehen. Also, rot ist Schwert, weil hier steht auf der Rückseite ist ein Schwert eingraviert. Rot. Blau ist ein Auge und grün muss dann ein Meißel, okay. Wahrscheinlich eher ein Hammer. Hm? Okay, den linken Sockel untersuchen. Auge. Auge ist Saphir. Nee, Auge ist Peridot gewesen, oder? Den linken Sockel. War das jetzt richtig so? Das muss ich gerade noch mal gucken. Ja. Nein, Saphir Blau war richtig. Entschuldigung. Das Peridot-Siegel entfernen. Du entfernst das Siegel. Ich finde es auch lustig, wie sich das hier immer ändert. Den linken Sockel, Auge, Saphir. So, du setzt den Saphir ein und gut ist. Den mittleren Sockel. Ein Schwert. Schwert war das Blutsiegel. Oder Blutsteinsiegel, genau. Und der Hammer war das Peridot-Siegel. Tür öffnen versuchen. Du machst dich bereit, die Tür mit deiner Kraft aufzuschieben, findest dann aber raus, dass du sie ganz einfach öffnen kannst. Mit gewaltiger Stöhnung deiner Witwe öffnet sich der Weg vor dir. Sehr gut, so weit wie wir hat es noch niemand hineingeschafft. Lasst uns weitergehen. Ein großes Abenteuer? Steuern und Banditen, hä? Dauert drei Runden, dann schicken wir mal die Mutter auf diese Queste. Eine Falle. Und ein geheimer Gegenstand. Okay, hier ist eine Keule und ein paar andere. Ein bisschen Geld und Schmuck. Also Edelsteine, meinte ich. Da waren auch ein paar Edelsteine drin. Dann gehen wir mal weiter eine Etage tiefer. Ja, so kommen wir wirklich ganz gut voran, bis nicht wieder irgendwelche garstigen Droiden kommen. Wobei ich das Gefühl habe, dass wir das schon hinter uns haben, auf Ebene 3 mit den Ogern. Hoffe ich jedenfalls mal. Oh, Vitrax werden übrigens auch ziemlich garstig. Länger dieser zerborstet soll, finden sich Fragmente verblichener, irgendwie teilscher Ruin. Aber was ist denn das? Warum waren diese Leute angekettet? Weil sie hier als Mahnmal dienten? Oder als... Oh, als Erdfäule. Okay, sind wir jetzt bei den Elementen gelandet. Au. Flammenfäule. Flammenfäule ist immer garstig. Let's go. Wobei, die macht eigentlich so gesehen kaum Schaden irgendwie. So, weg mit der Fäule. Wenn hier nur Fäule unterwegs sein sollte, wird das auch ziemlich einfach. Aber ich mache mal das Sicherheitshalber in Quick Save. Da gucken wir mal, wie groß die Ebene ist. Die scheint auch nicht recht groß zu sein. Nö. Wenn das, was wir hier schon aufgedeckt haben, ungefähr ein Viertel ist. Das Gemeine ist halt, diese Dinger hier sind immer alle so verwinkelt. Jo, hier ist wieder Flammenfäule drin. Oh, das ist weniger schön, dass hier Geister sind. Wobei die Geister, die scheinen auch nicht mehr so wirklich bedrohlich zu sein.
Kader und Durels können zur Not Feldler zur Rettung machen. Das heißt, wir müssen nicht so dringend rasten. Weil die meisten, die auf die Nase kriegen, sind halt Palegida und Ether. Und da wird zum Mal Alok, wenn wir nicht aufpassen. Autsch. So. Warum sieht Kader schon wieder den Marsch der Kabur? Ich will eigentlich, dass er den hier singt. Oder kommt das da immer? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass ich hier vorsichtig schleichen sollte. Auf der Oberseite dieses merkwürdigen Sockels befindet sich eine runde Mulde. Auf dem Sockel scheint etwas zu fehlen. Okay, das heißt... Oh. Was ist hier? Goldrot Priem. Ja, ja, toll. Das bringt's voll. Goldrot Priem. Sollen wir mal hier unten reingucken? Hier ist eine Gewitterfäule und Schatten. Gut. Let's go. Schatten finde ich immer schlecht. Let's go. Let's go. Okay, wer lacht da so böse? Okay, selbst die Schatten haben ihren Schrecken verloren. Auch wenn das ein bisschen wehgetan hat, so wie das da aussieht. Oh, da ist noch ein Schatten. Oh, wir haben den Schatten gerade unterbrochen. Das ist nice. So. Hallo. Hallo. Da ist eine Truhe, aber der Truhe traue ich irgendwie nicht ganz. Granat. Regenprisma, alter Kupferschlüssel. Das hier ist aber, sieht aber nicht aus wie der Regenraum. Das sieht eher aus wie der Feuerraum. Der Regenraum ist wohl eher das da unten. Denke ich mal. Gucken wir erstmal hier den grünen Raum. Das sieht aus wie der Erdraum. Und ja, ich kenne solche Elementarwitzrätsel ja noch von Dings von Baldur's Gate. Wer sich an mein Let's Play erinnert, da gab es ja auch in Durlaks Turm diese Elementarprüfungen. Was zur Hölle? Atragard. Oh. Atragarden sind nicht so witzig. Deswegen sollte Alof gucken, dass er Atragarden sehr schnell wegbombt. So, da noch so einer hinterher. Und ich hätte eigentlich schwören können, ich hätte es so eingestellt. Klassenverhalten vorsichtig. Der Waldwolf ist ein verwundeter Schuss und markierte Beute gegen Ziel ein, die von seinem tierischen Gefährten angriffsgebunden sind. Ja, das habe ich eigentlich gehofft, dass der das macht. So, okay, das hier sieht wirklich aus wie Erde. And what does the flame reveal? Da liegt etwas, da können wir was öffnen. Windprisma, okay, Windraum gibt's auch noch. Wo bist du hier, Wind? Trank des verlegenen Bildes, das, den kriegst du mal, so. Fallen, die können wir weg. So, den kriegst du. Diese Maschinen, sie schufen Zerstörung. Auf der Oberseite dieses merkwürdigen Sockels befindet sich eine runde Mulde. Auf dem Sockel scheint etwas zu fehlen. Okay, ja, das sieht aus wie Erde jetzt hier.
Es waren ja auch Erdfäulen drin. Oder der Bade waren ziemlich viele Feuerfäulen. Oder Fäule. Hüte dich, Reisender. Hier wandeln größere Seelen als die deine. Okay, Geister. Let's go. Erstmal den Geist hier loswerden, der nervt. Okay, das war Fenris.